Mit jeder Stunde, die vergeht, klopft mein Herz immer schneller. Ich weiß einfach in jeder Situation, in der ich gebrochen bin, als Frau, Situationen, mit denen ich nicht umgehen kann, ist er immer für mich da. As your words become my truth. Oh, I'm holding on to you. Heute ist unser großer Tag. In kürzester Zeit werden wir uns das Jawort geben und eine Familie sein. Won't you come and reside in me? Du bist das perfekte Gegenstück zu mir, denn dein Gott ist auch mein Gott. How far I've come. No, I won't neglect the promise you've given, and I will remember you're by me forever, my friend and my healer, the joy I've found. Ich weiß auch, dass er, egal wie schwach ich in den Momenten bin, wie gebrochen und hilflos, ich immer weiß, dass er für mich weiterkämpfen wird. I'm surrendering all, I know the joy of it all is Jesus. Mein Schatz, ich freue mich, dich in der Kirche stehen zu sehen. Die endlich das Jawort zu geben, auf das wir so lange gewartet haben. Und mit dir Hand in Hand als Mann und Frau die ersten Schritte in unserer Ehe zu gehen. Oh, I'm holding on to you. Ich bin schon so aufgeregt, dich zu sehen. Du wirst mit Abstand die schönste Braut sein. Ich bin Gott dankbar für diesen Tag und ich freue mich, diesen Tag mit dir und unseren Liebsten zu feiern. In Liebe, dein Ehemann. Ich liebe dich und freue mich auf dich. Forget how far I've come. No, I won't neglect the promise you've given, and I will remember. Was bedeutet eine glückliche Ehe zu führen? Das heißt, füreinander da zu sein, aufeinander zu hören, einander zu lieben, einander zu stützen. Wie in schönen Zeiten, so auch in schweren Zeiten. Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Um eine glückliche Ehe zu führen, muss man seine Ehe Christus überleben. Der ist der Stifter der Ehe. Er hat am Anfang Adam und Eva geschaffen und dazu eine Ehe zwischen ihnen geschaffen. Und er weiß ganz genau, wie eine Ehe zu funktionieren hat. Er ist der Erfinder der Ehe. Alles, was wir heute anschauen, an Entwicklung, muss man immer wieder auf den Entwickler schauen. Was hat er dafür vorgesehen? Und heute möchte ich euren Blick und von jedem den Geschenk darauf richten. Er ist der Erfinder und Stifter dieser Ehe. Denn wisst ihr, nur er alleine kann eure Seele glücklich machen. Nur er alleine kann euch zeigen, wie die Anleitung einer glücklichen Ehe funktioniert. Und wisst ihr, jeder, der hier sitzt, der Christus kennt, ihr auch selber. Ihr wünscht euch so sehr Segen Gottes. Thank you.
Thank you.